Hi, hier ist Xaver von Zierschildkröte.de und heute möchte ich euch eine ganz besondere Schildkröte vorstellen, die Diamantschildkröte. Hier seht ihr zwei Exemplare. Die Diamantschildkröte kommt an der Ostküste der USA vor und bewohnt dort Brackwasser. Brackwasser ist eine Mischung aus Süß- und Salzwasser, hat also nicht den Salzgehalt des Meeres, aber auch nicht so wenig Salz wie das Süßwasser. Dementsprechend müssen vor allen Dingen Wildfangtiere unbedingt mit Salzzusatz gehalten werden. Diese Nachzuchten hier werden ohne Salzzusatz gehalten. Die sind von ihrem Schlupf an dran gewöhnt, in Süßwasser zu leben, und dann funktioniert das auch. Wenn man die Tiere in Salz hält, in Salzwasser, dann muss man ihnen unbedingt die Möglichkeit geben, an Land eine kleine Schüssel, und sie können daraus Süßwasser trinken. Wieso heißt die Diamantschildkröte Diamantschildkröte? Das erkennt ihr hier am Rückenpanzer. Da seht ihr diese Ringe, die aussehen wie ein geschliffener Diamant. So sind die Tiere zu ihrem Namen gekommen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.